Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den März 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorff, ich bin eure Astrologin und ich möchte euch durch die Konstellationen des Monats führen. Bevor wir anfangen, noch ein kleiner Hinweis: Es gibt auch in diesem Monat wieder eine Verlosung. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, bitte dranbleiben bis zum Schluss des Videos. Ja, ihr lieben Wagen, für euch knistern die Liebessterne ganz gewaltig, besonders für Singles. Ihr müsst also euch schon verstecken, wenn ihr nicht von Amors Pfeil getroffen werden wollt, und die Verehrer dürften euch die Bude einrennen. Festliierte Wagen sollten sich vielleicht Scheuklappen aufsetzen und nicht rechts und links gucken und ganz zu ihrem Schatz stehen. Als Waagegeborene steht ihr nämlich in besonderer Resonanz zur Energie der Venus. Denn die Venus herrscht in der Waage und das gilt auch für die Waage-Aszendenten. Da wird der Körper und das erste Haus dann demnach von der Venus beherrscht. Und die Venus steht ja im Widder, was eine stürmische Konstellation ist. Und sie wird eben in diesem Monat rückläufig und läuft dadurch mehrmals so lange durch das Zeichen Widder, was eben euer Partnerzeichen ist, wie normal. Also von daher dürfte das eben für euch ganz besonders knisternd werden. Ja. Erstmal der Erlebnishintergrund für euch. Für euch wirkt dieses Spannungsdreieck zwischen Jupiter, Uranus und Pluto besonders stark. Der Jupiter, der Glücksplanet, der steht ja in eurem Zeichen in der Waage. Das ist erstmal super. Dann steht gegenüber der Uranus, das ist eben der, dir dieses Prickeln reinbringt und den Wunsch, was Neues zu erleben. Und vielleicht auch die Gefahr, dass man sich in einer bestehenden Beziehung langweilt. Es kann aber auch einfach sein, dass sehr, sehr, sehr viel los ist, dass sehr viele Herausforderungen zu meistern sind. Denn wir haben ja hier eben diese Spannung zu Pluto, der steht für euch im Haus der Familie und des Heims. Also es kann einfach Herausforderungen geben, die mit Familie oder auch mit vielleicht einem Umzug oder einem Hauskauf oder solchen Sachen zusammenhängen, die da sehr stark auf euch einwirken. Und es kann dann auch manchmal zu viel des Guten werden. Also ist schon sehr, sehr, sehr viel los für euch. Und ganz besonders aber spielt sich eben die Energie gegenüber eurem Sternzeichen hier im Widder ab. Und das bedeutet, das ist eine partnerschaftliche Energie, eine Begegnungsenergie. Das heißt, hier im Haus der Begegnung sind die Liebesplaneten Venus und Mars und bringen da also ordentlich Pfeffer rein und es prickelt also ganz gewaltig, ne? Deswegen denke ich schon, für vage Singles stehen die Sterne exzellent, um jemanden kennenzulernen, um aufzufallen. Andere werden auf euch aufmerksam, zumal ja eben der Jupiter bei euch im Zeichen steht und euch eine super Ausstrahlung verleiht. Und diese Konstellation, die eben auch dazu geneigt macht, es in jeglicher Hinsicht zu übertreiben, ja, die ist also nicht so ganz einfach. Die ist zwar sehr prickelnd und sehr spannend und sehr aufregend und auch sehr sexy, aber man neigt eben auch zum Übertreiben, sei es, dass man sich übernimmt mit allem und dass man sich auch finanziell übernimmt. Das ist der Hinweis hier, Jupiter, Pluto, das ist ein Hinweis, dass man sich finanziell übernehmen könnte, vielleicht eben bei so einem Projekt wie einem Hauskauf oder etwas Ähnlichem, was mit eurem Heim zu tun hat. Da ist eine gewisse Gefahr gegeben, dass ihr euch da verausgabt. Also dieses ganze Dreieck, das wirkt diesen Monat besonders ein auf die Geburtstagskinder, die zwischen dem 10. und dem 18. Oktober Geburtstag haben. Aber natürlich auch diejenigen, die vielleicht andere Planeten in diesen Positionen stehen haben. Wenn ihr das also deutlich spürt und seid vielleicht in einer anderen Dekade geboren, wäre es interessant, mal sein Horoskop sich erstellen zu lassen, um nachzugucken, was da los ist. Dann habt ihr noch Saturn in einem günstigen Winkel zur Sonne stehen. Der stabilisiert so ein bisschen und sorgt dafür, dass es weitergeht und dass ihr auch manifestiert und auch erfolgreich seid. Und hier aus dem dritten Haus günstig zur Waage. Und das spüren jetzt die Geburtstagskinder vom 18. bis 23. Oktober. Auch wenn es vielleicht ein bisschen anstrengend wird, ist es fast immer mit Saturn. Es lohnt sich, solche Gelegenheiten zu ergreifen, sich zu beweisen oder voranzukommen. Ja, jetzt zu euren aktuellen Konstellationen. Da fangen wir an mit dem Neumond vom 26. Februar, weil der das Thema für die nächsten 4 Wochen vorgibt. Und der spielt sich jetzt bei euch im Bereich Gesundheit und Joballtag ab. Also im sechsten Haus, hier in den Fischen. Darum kann es gehen. Es kann wirklich auch bedeuten, dass diese ganzen Aufregungen euch irgendwie auf die Gesundheit schlagen. Eventuell müsst ihr da ein bisschen auf euch Acht geben, ne? Also von daher. Ja, und die anderen Sachen habe ich euch ja schon erklärt. Dann zum Start in den Monat am 1.3. hier Venus, Mars und der Mond auch noch dabei und Uranus bei euch im Partnerhaus im Widder.
Und dann haben wir hier den Neptun, den Romantikplaneten, die Sonne und den Merkur und den Chiron in den Fischen, in eurem Haus des Alltags, der Gesundheit und auch Jobfragen. Da müsst ihr mal gucken, inwiefern das für euch zutrifft. Je nachdem auch, was ihr für einen Aszendenten habt. Das gilt natürlich auch besonders für die Waage Aszendenten. Und das kann eben mit sich bringen, dass Anforderungen im Arbeitsalltag auch euch ganz schön in Atem halten. Ja, und dann geht es eben los, dass die Venus rückläufig wird am 4. Bei euch dann im Partnerhaus, und zwar das Ganze auf 13 Grad Waage. Und sie läuft ja dann, Entschuldigung, 13 Grad Widder, sie läuft ja dann von den 13 Grad aus wieder zurück bis zum Anfang Widder. Und das merken bis zum 16. März besonders die Geborenen der zweiten Dekade im Zeichen Waage und dann bis zum 31. März die der ersten Dekade. Also das ist spannend für euch. Sei es, dass verflossene Liebhaber wieder auftauchen, sei es, dass ihr jemand Neues kennenlernt und das also super spannend ist, sei es, dass ihr durch einen neuen Bekannten auf die Dauer vielleicht noch mal an alte Beziehungsmuster herangeführt werdet. Das ist eine Phase, die ja bis in den April hinein sich zieht. Also da sind jede Menge Liebesaufregungen vorprogrammiert, und zwar auch für Wagen, die in fester Beziehung leben. Auch da können entweder neue Bekanntschaften für Unruhe sorgen oder vielleicht Sachen aus der Vergangenheit nochmal hochkommen wegen der Rückläufigkeit. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr eben immer mit eurem Schatz auf jeden Fall in enger Tuchfühlung bleibt, damit es da auch nicht zu Missverständnissen kommt. Ne? Genau, also es ist eben aufregend, aber Vorsicht vor Konflikten, weil der Mars ist eben auch hier im Widder bei euch im siebten Haus. Das kann reizbar machen, das kann in der Begegnung auch Konflikte bringen. Wenn, dann ist das vielleicht schon passiert, jetzt zu dem Neumond oder jetzt gerade noch Anfang des Monats, diese aggressive Stimmung, die legt sich ja dann langsam. Aber Wagen der dritten Dekade besonders könnten da eben doch noch weiterhin ein bisschen reizbar sein oder eben vielleicht von ihrem Partner oder von ihrem Gegenüber auf die Palme gebracht werden. Trotzdem würde ich sagen, dass das Wochenende vom 4. und 5. zwei Top-Tage für euch beinhaltet. Denn der Mond steht dann in den Zwillingen, steht also zu dieser ganzen Konstellation in einem entspannenden Winkel und auch gut zur Waagesonne. Ja, also da könnt ihr schauen, ist vor allen Dingen für Singles eben toll, ne? Für Begegnungen dieses Wochenende. Also das würde ich auf jeden Fall ausnutzen. Da würde ich jetzt nicht mich zu Hause verstecken. Also auch wenn ihr eingeladen werdet, werdet ihr ja oft Wagen, haben ja immer viele Freunde und sind auf jeder Party gern gesehen. Solltet ihr also eine Einladung bekommen an dem Wochenende, solltet ihr unbedingt hingehen. Genau, so, dann habe ich noch einen Top-Tag für euch, und zwar am 9. Da steht der Mond im Löwen und bildet auch wieder schöne Aspekte zu der ganzen Aufregungskonstellation und außerdem ein freundschaftlicher Aspekt. Das ist auch eine Zeit, um sich mit Freunden zu treffen und auszutauschen oder vielleicht auch von Freunden geholfen zu bekommen, wenn man selber der ganzen Sache nicht mehr gewachsen ist. Ne? Also ihr tauscht euch ja auch gerne aus. Dann habt ihr, wenn ihr gute Freunde habt und die Liebesaufregung zu viel wird, kann man dann da mal Hilfe suchen. Ja, und am 10.3. geht dann der Mars aus eurem Partnerhaus raus, aus der direkten Opposition zur Waagesonne, geht in den Stier. Das verändert die Energie und bringt insgesamt ein bisschen mehr Bodenhaftung rein, ein bisschen mehr Klarheit oder Beständigkeit auch und ist dann wieder auch eine interessante Energie für fest liierte Wagen. Es kann dann vielleicht eher in einer festen Beziehung auch Konflikte mit sich bringen, aber da der Mars eigentlich dann ganz harmonisch steht, gerade auch am Übergangstag selber, denke ich mal, dass das vielleicht so ein bisschen von der Spannung und dem Druck rausnimmt. Das ist gar nicht so verkehrt. Ja, und dann geht es weiter mit dem Vollmond am 12. Der Vollmond spielt sich jetzt für euch auch wieder auf der Achse Gesundheit, Heilung oder auch Alltag ab und Gesundheit, Heilung, auch Spiritualität. Also vielleicht wäre hier mal eine Meditation angebracht oder wenn ihr Gesundheitsprobleme habt, dass ihr mal eine spirituelle Heilungsmethode ausprobiert oder eben durch den Vollmond auch eine Idee bekommt. Denn der beleuchtet ja dann immer das, was gerade anliegt vom Neumond her. Vielleicht kommt ihr da zu einer Lösung oder zu einer Heilung. Denn Mond in der Jungfrau betont eben auch alle Heilungsaktivitäten. Das ist ein, ist alle, der Tag selber ist ein Sonntag, aber das sind ja jetzt Erkenntnisprozesse, die euch dann vielleicht da auf dem Weg weiterhelfen. Genau, dann ist wieder ein Top-Tag am Montag, den 13.
Das ist schön für euch, weil da der Mond in der Waage steht und da steht er immer gut und eben in eurem eigenen Zeichen und dürfte euch nochmal zusätzlich eine schöne Energie verleihen und Charme und all diese Dinge, ne? Also einfach das Waage-Dasein nochmal so richtig schön hervorbringen und da habt ihr wahrscheinlich eine gute Zeit, vor allen Dingen eben auch wieder in der Begegnung. Genau. Ja, und am 13. geht auch der Merkur dann in den Widder und damit auch wieder in euer Gegenzeichen. Das heißt, jetzt kommen Gespräche auf und auch wieder viele neue Flirtmöglichkeiten, auch Gespräche in der Begegnung, vielleicht auch interessante Verhandlungen, wo ihr dann euren Charme spielen lassen könnt. Ist auch ein guter Tag für euch, weil da weiterhin hier der Mond in der Waage steht. Genau, habe ich der Dienstag, der 14. ist nämlich auch top für euch. Richtig. Und dann geht es weiter, der 18. Da haben wir Venus, ne, der Liebesplanet, euer Herrscherplanet und Merkur zusammen. Das ist also ein sehr schöne Zeit für liebevolle Gespräche und Liebesgeflüster und charmanten Austausch oder vielleicht auch bei Verhandlungen, dass man damit Charme was erreichen kann. Das ist eine schöne Konstellation. Ja, und dann geht eben die Sonne in den Widder, Frühlingsanfang am 20. ja, um circa 23:30 und verändert natürlich die Energie, ne, von den sanften Fischen in den vorwärts stürmenden Widder, aktiviert auch nochmal euer Partner- und Begegnungshaus. Deswegen sagte ich eben, ne, dass es für euch schon unglaublich knisternd ist und eben auch so ein bisschen die Gefahr besteht, dass wenn ihr in einer festen Beziehung seid, dass ihr auch sehr stark angeflirtet werdet. Es kann ja sein, dass ihr selber ganz lieb seid und überhaupt nichts Böses vorhabt, aber dass eben ihr sehr viele Angebote kriegt und dass dann euer Schatz, je nachdem, wie der beschaffen ist, da vielleicht auch eifersüchtig wird. Ne? Also da wäre ich schon ein bisschen vorsichtig und rücksichtsvoll. Also dass man dann sich nur, nicht nur von dem Vergnügen treiben lässt, sondern dass man wirklich auch guckt, wie wirkt das, was ich jetzt tue, auf meinen Herz allerliebsten, um den nicht vor den Kopf zu stoßen. Genau, zumal ja dann der Mars bei euch im Haus der festen Beziehung steht und da auch einen Partner ankündigt, der sich auch ärgern würde, wenn man da einfach über die Stränge schlägt. Die kritische Phase ab dem 24. betrifft euch natürlich schon, weil sich das alles im starken Aspekt zu eurer Waagesonne abspielt. Da haben wir dann also jetzt hier den Merkur im 7 bei euch, ne? Also in einem Oppositionsaspekt zur Waage, also ist auch eine provokante, herausfordernde Konstellation, dass man vielleicht Dinge sagt, die man hinterher bedauert oder dass man frech ist und auch witzig ist dabei. Aber lasst euch nicht davontragen von dem Moment, dass man irgendwie seinen Spaß haben will und nur eine witzige Bemerkung machen und man verletzt dabei vielleicht jemanden, weil das kann eben passieren mit dem Pluto hier, vielleicht auch ein Familienmitglied oder eben insgesamt die Familienharmonie. Ne? Das kann da schnell passieren, dass man auch durch einen unbedachten Flirt da was aufs Spiel setzt. Das ist natürlich super für Singles. Singles, die können natürlich auch betroffen sein. Das Quadrat gilt ja auch dann, wenn ihr jetzt nicht in einer festen Beziehung seid. Das kann also heißen, dass euch dann vielleicht euer Gegenüber verletzt oder dass ihr dann erfahrt, dass da noch irgendwas im Hintergrund ist, was ihr vorher nicht wusstet. Also deswegen Spaß ja, aber schon so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ne? Genau. Und ich habe hier noch vermerkt, Konflikt zwischen dem Wunsch nach Selbstverwirklichung. Das wäre hier, ne, Jupiter in 1, also bei euch. Familienpflichten hier und neuen Begegnungen. Das kann es natürlich auch wirklich sehr gut sein, weil diese drei Bereiche, die stehen in Spannung zueinander und vieles stürmt da gleichzeitig auf euch ein. Aber da ihr eben hier auch Sonne und Venus, da die zusammenstehen und die Venus euch beherrscht, werdet ihr wahrscheinlich mit eurem Charme davonkommen und niemand kann euch böse sein. Aber ihr müsst halt trotzdem aufpassen, weil so eine Sache kann auch langfristig Folgen haben. Ne? Vielleicht ist es im Moment so, dass man das mit einem Witz und einer netten Bemerkung und einem charmanten Augenaufschlag in Ordnung bringen kann oder das glaubt. Aber das kann sich dann später noch zeigen, dass jemand dann vielleicht doch beleidigt war. Genau, also achtet da einfach. Gebt da auf euch selber Acht und auch auf euer Gegenüber. Der Neumond am 28. spielt sich dann auch noch in eurem Partnerhaus ab. Also wieder die Betonung auf neue Begegnungen, neue Beziehungen, vielleicht auch bestehende Beziehungen nochmal neu gestalten oder Begegnungen nochmal neu bewerten. Das sind dann Themen, die dann in den nächsten 4 Wochen noch anliegen, wo euch natürlich die Venus, die Rückläufigkeit der Venus noch weiter begleiten und beschäftigen wird. Und da gehen wir natürlich dann auch noch ganz sorgfältig drauf ein, denn im April wird es dann sehr spannend.
Denn dann kommt ja dieser Aspekt, wenn die Venus dann ins Quadrat zum Saturn läuft, wo sich dann Liebesfrust breit machen kann. Das werdet ihr dann auch wahrscheinlich deutlich spüren als Venus-Beherrschte. Aber noch ist es nicht so weit, noch werdet ihr wahrscheinlich getragen von Wolke 7. Aber im April kann dann eben eine Ernüchterung folgen. Das schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Genau, ja. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal viel Freude mit den prickelnden Sternen. Wie gesagt, gebt auf euch acht, seid diplomatisch, das könnt ihr ja sehr gut. Und lasst euch nicht zu sehr davontragen, weil das ist wie so ein Tanz, wo man an nichts anderes mehr denkt, sondern schaut auch, was euer Verhalten und auch das eures Gegenübers vielleicht für Konsequenzen haben könnte. Ja, ihr wisst ja, dass euer Geburtshoroskop natürlich aus weit mehr besteht als nur aus dem Zeichen, in dem die Sonne steht, also der Waage in dem Fall. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt oder vielleicht auch erfahren wollt, ob ihr andere Planeten in kritischen Positionen habt, dann könnt ihr euch jederzeit an mich wenden. Ich biete natürlich alles an rund um euer Horoskop, Beratungen und auch Workshops. Beratungen, da gibt es verschiedene Termine, die ihr da buchen könnt. Das könnt ihr auf meiner Webseite nachlesen. Oder ihr könnt mich auch auf der Hotline anrufen. Dafür wählt ihr bitte die Nummer von meinem Kundentelefon. Steht unten in der Videobeschreibung, wird auch zum Schluss eingeblendet. Und dann kann man ganz kurzfristig einen Termin machen. Die Hotline habe ich eingerichtet für Leute, die jetzt wirklich nur mal 10 Minuten oder 15 Minuten mal schnell eine Frage haben. Na, dass ihr dann mich da auch ansprechen könnt. Und ja, dann gibt es noch einen Liebesworkshop, mein Webinar am 11. und 12. März. Da geht es diesmal dann um Synastrie und Kombindeutung, also für Fortgeschrittene die Deutung des Partnerhoroskops und des Liebeshoroskops. Wird ein sehr spannender, schöner Workshop. Und für Fortgeschrittene eben, die können da auch gerne noch einsteigen. Auch dazu findet ihr die Infos hier über die Felder und über meine Webseite. Ja, und dann noch die Verlosung, ne? Ihr könnt auch an der Verlosung teilnehmen. Vielleicht gewinnt ihr ja dann ein Gespräch mit mir schon. 15 Minuten, gerne auch mit einem Partnerhoroskop dabei für alle, die meinen Kanal abonnieren und mir eine nette, aufbauende Nachricht hier auf YouTube hinterlassen. Da freue ich mich. Ja, weitere Links und Hinweise findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch mit den unglaublich prickelnden Liebessternen viel Freude.